Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur aktuellsten Sendung von Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen hier auf Jesus ist Lord Radio, euer Endzeit-Erweckungsradiosender. Mein Name ist Pastorin Julia Bruchwitz und ich bin sehr, sehr gesegnet, dass ich heute mit euch durch dieses Programm gehen darf, dass wir mehr über das kommende Königreich erfahren, dass wir mehr über die Wege des Herrn heute lernen können, dass wir miteinander beten und wunderschönen Lobpreis hören. Nochmals ein warmes Willkommen hier zu dieser Sendung an alle, die eingeschaltet haben, aus der Schweiz, aus Bern, Zürich, aus Basel, aus Deutschland, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, aus Frankfurt, aus Görlitz, aus Hamburg, aus Berlin. Herzlich willkommen, verehrte Hörer. Ja, liebe Hörer, die Zeit wird immer knapper und knapper. Sie läuft uns davon. Die Gnadenzeit wird bald ein Ende haben. Die Zeit, die jetzt gerade ist, in der wir uns befinden, ist die Gnadenzeit, wo wir vor dem Herrn treten können, wo wir beten können, wo wir Buße tun können für alle unsere Sünden, die wir begangen haben, in unseren vorherigen Tagen, in unserer Kindheit, in unserer Jugend, wie auch immer. Wir haben jetzt die Zeit, diese kostbare Zeit, uns vorzubereiten auf das Kommen von Jesus. Denn er kommt für eine heilige, gerechte Gemeinde, die das Gewand, feine Leinen, strahlend weiß und rein trägt, wie wir es in Offenbarung Kapitel 19, Vers 6 bis 9 lesen können. Die Frage, die wir uns heute stellen, die wir uns jeden Tag stellen sollten, mehrmals, sehr oft, trage ich das Gewand? Tragen wir das Gewand in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz? Sind wir bereit, wenn der Messias kommt? Keiner weiß den Tag oder die Stunde, aber er wird kommen. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht.
zu dem Zeitpunkt, wo es keiner erwartet. Liebe Hörer, und deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Ehrfurcht Gottes wandeln, jede Sekunde von unserem Leben in Bereitschaft zu sein für das Kommen von Jesus. Jede Sekunde unseres Lebens sollten wir den Herrn erhöhen mit unseren Gedanken, mit unseren Taten. Dies ist kein Witz, die christliche Errettung. Jesus hat einen ganz hohen Preis bezahlt am Kreuz. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir dieses Werk tatsächlich annehmen. Er hat alles getan für uns. Jetzt liegt es ganz an uns, ob wir die Gnade missbrauchen oder sie annehmen, Buße tun und uns bekennen, abkehren von den bösen, stolzen, dunklen Wegen, von dem breiten Weg. Liebe Hörer, wir werden heute eine ganz, ganz mächtige Botschaft hören, die es nochmal verdeutlichen wird, wie wichtig es ist, auf dem schmalen Weg, auf dem schmalen Pfad zu wandeln. Denn wenn wir nicht auf diesem schmalen Weg gehen, dann gehen wir auf dem breiten Weg. Und der breite Weg ist der Weg ins Verderben. In der Bibel steht, in die Verdammnis. Deshalb lesen wir die Bibel. Bitte schlagt mit mir Matthäus Kapitel 7, Vers 13 und 14 auf. Diesen Vers kann man nicht genug lesen. An diese zwei Verse, 13 und 14, Matthäus Kapitel 7, sollten wir uns tagtäglich erinnern. Und wir sollten uns tagtäglich fragen, auf welchen Weg wandle ich eigentlich wirklich? Wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, wenn ich jetzt dieses Telefongespräch mache, wenn ich jetzt diese Arbeit annehme, wenn ich jetzt dorthin fahre, wenn ich jetzt in den Bus einsteige und zu diesem Treffen fahre. Liebe Hörer, es ist so wichtig, dass wir unseren Herrn ehren, indem wir alles tun, dass wir jetzt ein heiliges Leben führen. Lasst uns Matthäus Kapitel 7, Vers 13 und 14 einmal aufschlagen und hier steht, in meiner Bibel steht es in Rot, Jesus sagt diese Worte, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und es sind viele, die auf ihm hineingehen. Vers 14. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und es sind wenige, die ihn finden. Lasst uns diesen Weg jetzt finden in allem, was wir tun, verehrte Hörer. Und denkt einmal nach, was die Dinge in eurem Leben sind, die euch auf dem breiten Weg gehen lassen, anstatt auf dem schmalen Weg. Ihr seid nun herzlich eingeladen, mit mir den Herrn zu ehren, zu würdigen, ihm zu danken. Hier ist ein wunderschönes Lobpreislied. Von dir fließt Kraft,
Der Lob gehört dem Herrn allein. Gesegnete Hörer, herzlich willkommen zu eurer Sendung Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. In der Bibel in Kapitel 7 im Matthäus-Evangelium lesen wir in Vers 21: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Dies hat Jesus zu der Menschheit gesprochen. Dies können wir in der Bibel lesen. Jeder Christ kann dies lesen in der Bibel. Deshalb sollten wir uns jetzt fragen, so kurz vor dem Kommen des Messias, während wir auf den Messias warten, was sind die Dinge, die mich von dem Willen unseres Vaters im Himmel abbringen könnten? Wo habe ich mich noch nicht separiert? Wo sind die Dinge, die noch an Veränderung bedürfen? Liebe Hörer, wir werden jetzt eine ganz mächtige Botschaft hören, eine Botschaft, die uns viel mehr erleuchtet und uns zeigen wird, wie wichtig es ist, auf dem schmalen Weg zu wandeln. Dies ist ein weiterer Teil von der Lehre, die der mächtige Prophet des Herrn gab, hier auf Jesus des Lord Radio. Ihr seid nun herzlich eingeladen zu einem weiteren Teil der Lehre von der Separierung mit dem Untertitel Wandeln im Glauben. Denkt daran, dass es wichtig ist, alles mitzuschreiben, und bitte habt auch eure Bibel in nächster Reichweite. Liebe Hörer, hier ist die Botschaft. Einige Dinge, die ich jetzt hier vorstellen möchte, ist die Botschaft. Es gibt eine weitere Botschaft. Sie ist ein wenig versteckt. Not very much hidden. Nicht sehr versteckt. But I need to bring it out. Aber ich muss es herausbringen. That the Lord projected to the church. He beamed it to the Christian believer. Die der Herr zu der Gemeinde projizierte. Er strahlte es zu den christlichen Gläubigen. He beamed it to the body of Christ. Er strahlte es zu den Körper von Christus. He gave it as a beam of light. Ein Strahl des Lichts. When he said, pursue the salvation of the narrow road. Als er sagte, strebt nach der Errettung von dem schmalen Weg. The salvation of the narrow way. Die Errettung von dem schmalen Weg. What really did the Lord mean? Was meinte der Herr tatsächlich? By asking the church to walk the narrow way. Indem er die Gemeinde aufforderte, den schmalen Weg zu gehen. The Lord meant that the Lord God Almighty in heaven. Der Herr meinte, dass der Herr Gott, der Allmächtige im Himmel, the one who designed our Christian salvation, derjenige, der unsere christliche Errettung erstellte, he also designed for some serious requirements. Er erstellte auch weiter einige ernsthafte Anforderungen for entry into his eternal kingdom. Für den Eintritt in sein ewigliches Königreich. He also placed forth some very important messaging. Er setzte auch hinfort einige sehr wichtige Botschaften. Information system. Informationssystem, that he wanted to bring to the church, welches er zu der Gemeinde bringen wollte, that as she walks salvation, dass während sie in Errettung geht, she may be in the know, she may be aware, möge sie in dem Wissen sein, möge sie Bescheid wissen of the mind of God, von der Vorstellung Gottes towards Christian salvation. Für die christliche Errettung. What a better place. Was für ein besserer Platz. Is there any other better place from which to find the real intent and design of Christian salvation? Gibt es irgendeine andere bessere Stelle von dem wirklichen Zweck
und Aufbau von christlicher Errettung als von Gott dem Vater, dem Erlöser, der den Messias sandte. He said, there are certain requirements. Er sagt, es gibt bestimmte Anforderungen. By saying, please walk the narrow road. Indem er sagt, bitte geh auf dem schmalen Weg. Wie auch immer schwierig, wir werden einige Herausforderungen betrachten, auf dem schmalen Weg zu gehen. And we already said that the ultimate prize, und wir sagten bereits, dass der ultimative Preis, the ultimate achievement, die unübertreffbare Errungenschaft, the ultimate reward, recompensa in Spanish, die unübertreffbare Belohnung, Lohn, Recompensa in Spanisch, is far much greater, outweighs, ist so viel größer, überwiegt, whatever small challenges you may encounter, was auch immer für kleine Herausforderungen, die du antreffen wirst, in the short run, on the temporary basis, kurzfristig, in vorübergehender Weise, on the narrow road, auf dem schmalen Weg. Und wir sahen, dass diese Herausforderungen auf dem schmalen Weg trotzdem, you are not even going to overcome them yourself, du sie nicht einmal selber überwinden wirst. There is a facilitation, es gibt eine Erleichterung through the wonderful encounter with God himself protecting you, durch die wundervolle Begegnung mit Gott, ihn selbst, er schützt dich, defending you and providing manna from heaven, er sendet, er stellt Mana vom Himmel zur Verfügung, providing for you, stellt für dich bereit, leading you, what a beautiful, awesome place to be. Führt dich, was für ein wunderschöner, fantastischer Ort, an dem man sein kann. Where God himself is leading you. Wo Gott, er selbst, dich führt. He's picking you. Er macht es passend für dich. He's showing you which way to follow. Er zeigt dir, welchen Weg zu folgen. Navigating you, beloved. Navigiert euch, Geliebte. So, essentially, when the Lord Jesus commanded the church to walk the narrow road. Nun, im Wesentlichen, als der Herr Jesus der Gemeinde befahl, auf dem schmalen Weg zu gehen, he principally meant the following. Meinte er grundsätzlich das Folgende. That God in heaven who designed our salvation, dass Gott im Himmel, welcher unsere Errettung erstellte, he laid forth also certain requirements, legte er auch bestimmte Anforderungen dar for entry into his eternal kingdom in heaven. Für das Eintreten in sein ewigliches Königreich im Himmel. Number one. Nummer eins. Er meinte, dass das christliche Wandeln ein Wandeln im Glauben ist. We know that the narrow way, wir wissen, dass der schmale Weg, as we are going to see very briefly ahead of me here, wie wir sehen in Kürze vor mir liegend hier, requires walking in absolute faith. Setzt voraus, dass man im absoluten Glauben wandelt. It is a walk of faith. Es ist ein Wandeln im Glauben. Because sometimes the things you see, denn manchmal die Dinge, die ihr seht, and all the time, by the way, und übrigens die ganze Zeit, what you see, was ihr seht, may not be the manifestation in your physical realm of comfort, mag vielleicht nicht die Manifestation in dem körperlichen Bereich der Behaglichkeit sein. That's why he says, the majority, they choose against it. Deswegen sagt er, dass die Mehrheit sich dagegen entscheidet. They choose the wider road, the broad way. Sie wählen die breitere Straße, den breiten Weg. The broad road. Die breite Straße. The broad path. Der breite Weg. The road with the six lanes. Die Straße mit 6 Fahrbahnen. That's what they choose. Dies wählen sie aus. Why? Warum? Because of some things there. Wegen einigen Dingen dort. That require walking with faith. Für die es notwendig ist, im Glauben zu wandeln. That deliberately positioned by the Lord to mold us. Die bewusste Anordnung des Herrn, um uns zu gestalten, um uns zu formen, to tune you, to refine you and fine tune you, um dich anzupassen, dich zu verfeinern, dich wieder zu verfeinern, anzupassen, to adjust you, dich anzugleichen, to be able to depend on the Lord, in der Lage zu sein, abhängig zu sein von dem Herrn. He loves it that way. Er liebt es so, diesen Weg. He loves it when you are total. In your total, you are totally dependent on him.
Er liebt es, wenn du total, in deinem Ganzen, du total von ihm abhängig bist. So, when he said, when he commanded and he submitted this wonderful thesis. Nun, als er sagte, als er beauftragte und diese wundervolle These einreichte, that the salvation he brought is the salvation of the narrow road. Dass die Errettung, die er brachte, ist die Errettung der schmalen Straße. Walking the other road is not the salvation he brought. Auf der anderen Straße zu gehen ist nicht die Errettung, die er brachte. Then he essentially meant that God, the Father in heaven. Dann meinte er im Wesentlichen, dass Gott, der Vater im Himmel, the designer and creator of the blueprint of our salvation, which I'm going to visit very shortly. Der Ersteller und Erschaffer von dem Plan unserer Errettung, die ich ganz kurz aufsuchen werde. He placed for certain requirements for entry into heaven. Er setzte bestimmte Anforderungen für das Eintreten in den Himmel voran. His glorious eternal kingdom. Sein glorreiches, ewigliches Königreich. And one of them is that whosoever would enter heaven. Und eins von denen ist, wer auch immer in den Himmel hineintreten wird, would have to walk this narrow way. Muss diesen schmalen Weg gehen. And walking this narrow way. Und diesen schmalen Weg zu gehen, requires, has a prerequisite, a requirement that you really be very faithful to the Lord. Setzt voraus, hat eine Bedingung, eine Voraussetzung, dass du wirklich treu dem Herrn bist. Only faith now. Nur Glauben jetzt. It requires walking by faith. Es benötigt, im Glauben zu wandeln. Because some of what you see, you might see that not many people are walking there. Denn einiges von dem, was du siehst, ihr seht vielleicht, dass nicht viele Leute dort wandeln. So it's not popular. Nun, es ist nicht beliebt. So you really, you are choosing it, will be against the will of this world. Nun wirklich, indem du es auswählst, wird dies gegen den Willen dieser Welt sein. The peer pressures of this world. Den Gruppendruck von dieser Welt. They want to look normal. There is a syndrome of I just want to look normal. Sie wollen normal aussehen. Es gibt ein Syndrom davon, ich möchte nur normal aussehen. I don't want to look strange. Ich möchte nicht außergewöhnlich aussehen. The pressures of so-called in quote look normal. Der Druck davon, in Anführungsstrichen genannt, normal auszusehen. You have to work against them. Du musst gegen sie gehen. And that requires a lot of faith. Und dies benötigt viel Glauben. That requires believing God. Dies setzt voraus, an Gott zu glauben. You squarely have to believe God that our head is good. It is going to end well. Du musst direkt Gott glauben, dass es vorwärts gut sein wird. Es wird gut enden. The other one is obvious. Das andere ist offensichtlich. Everybody sees it. Jeder sieht es. But this one is not obvious. Aber dieser hier ist nicht offensichtlich. It is hidden. Es ist versteckt. We have to look for it. Maybe it's not very clear. Maybe they are shrubs. Sie müssen danach suchen. Left and right, they try to cover it. By design, it's covered. Links und rechts, sie versuchen es zu bedecken. Durch das Design ist es versteckt. So that's only to them that seek it. Shall it be revealed? So dass es nur zu denen, die suchen, es offenbart werden soll. I'm talking about a hidden salvation. Ich spreche über die versteckte Errettung. How powerful, beloved people. Wie mächtig, geliebte Leute. Number two, Nummer zwei. Within this messaging system, the information system that the Lord placed in this command. Innerhalb von diesem Botschaftssystem, das Informationssystem, welches der Herr in diesem Befehl setzte, in this command to walk the narrow way. In diesem Befehl, den schmalen Weg zu gehen, walk by faith. Im Glauben zu wandeln. Number two, Nummer zwei. He meant that we should then walk. Er meinte, dass wir dann wandeln sollten, when we walk that way, wenn wir auf diesem Weg gehen, in complete and absolute obedience to God. In kompletter und absoluten Gehorsam zu Gott. Walking the narrow way. Auf dem schmalen Weg gehen. Essentially defined. Definiert im Wesentlichen. A total obedience. Einen totalen Gehorsam. Total obedience unto God. Totalen Gehorsam zu Gott. Walking the way of God. Den Weg Gottes gehen. Walking the sayings of God. In den Aussprüchen des Herrn wandeln. Walking the word of God. In dem Wort Gottes wandeln. Essentially living the instruction of God.
im Wesentlichen die Anweisungen des Herrn zu leben. Walking in complete and absolute obedience to God. In kompletten und absoluten Gehorsam zu Gott wandeln. Because there then shall you then have the visitation of God. Weil darin dann werdet ihr den Besuch Gottes haben. The Lord will not visit people who are in heedlessness. Der Herr wird nicht Leute besuchen, die in Kopflosigkeit sind. And disobedient. Und ungehorsam. Those who are disobedient are walking the larger way. Diejenigen, die ungehorsam sind, gehen den breiteren Weg. In any case, entering the larger way is in itself disobedience. In jedem Fall, das Eintreten auf dem breiten Weg ist ungehorsam. So this thesis, the wonderful thesis that laid forth the doctrine of the narrow way. Zu dieser These, die wundervolle These, die das Doktrin voranlegte von dem Wandeln auf dem schmalen Weg. Nummer 3. By asking the church to walk the narrow path. Indem die Gemeinde aufgefordert wird, auf dem schmalen Weg zu gehen. In the doctrine of the narrow way. In dem Doktrin von dem schmalen Weg. The Lord essentially meant the following. Der Herr meinte im Wesentlichen das Folgende. He intended to underscore some very important pillars, important facets of Christian salvation. Er beabsichtigte zu unterstreichen einige sehr wichtige Säulen, wichtige Seiten von der christlichen Errettung. How he designed it. Wie er es entworfen hatte. And it's so powerful in this day and age. Und es ist so mächtig in diesem Tag und Zeitalter. To know how the Lord designed Christian salvation. Zu wissen, wie der Herr christliche Errettung beabsichtigt. And I think, and I strongly believe. Und ich denke und ich glaube stark. And I know it is true. Und ich weiß, es ist wahr. That the failure to understand this basic of the design and the intent of the Christian salvation. Dass das Versagen, diese Grundlage von dem Entwurf und dem Zweck der christlichen Errettung zu verstehen, right from the beginning of one being born again, direkt vom Anfang an, dass man wiedergeboren ist, is the reason there is apostasy. Ist der Grund, warum es Glaubensabfall gibt. Because in the first place you didn't even understand the design and purpose. Weil an erster Stelle haben wir nicht einmal den Entwurf und den Zweck verstanden. The Lord intended to bring the following critical information to the church. Der Herr beabsichtigte, die folgende kritische Information zu der Gemeinde zu bringen. That in the program of his eternity, dass in dem Programm von seiner Ewigkeit, in his program of eternity that he designed, in dem Programm seiner Ewigkeit, welches er entworfen hat, he meant the following. Meinte er das Folgende. He meant that Christian salvation, er meinte, dass christliche Errettung after the fall of man, nach dem Fall der Menschheit and then he brought us forth the salvation of the grace, und dann brachte er uns voran die Errettung der Gnade. In that salvation of the grace, in dieser Errettung der Gnade, the following would have to happen. Würde das Folgende passieren. Whosoever chooses to partake of that salvation of the grace, wer auch immer sich entscheidet, an dieser Errettung der Gnade teilzunehmen, he would have, number one, first of all, to accept it. Er müsste als Nummer eins, als allererstes es akzeptieren. To accept the salvation of the grace. Die Errettung der Gnade zu akzeptieren. Nummer 2. That taking or beholding the salvation of the grace, dass das Nehmen oder Halten der Errettung der Gnade would be strictly based on God's term. Würde streng basierend sein zu den Bedingungen Gottes. No other terms again. Nicht wieder andere Bedingungen. Strictly on his term. Streng zu seinen Bedingungen. Strictly based on God's term, none else, no other. Streng basierend zu Gottes Bedingungen. Keine anderen, keine weiteren. And this is where the problem is in the church. Und dies ist, wo das Problem in der Gemeinde ist. Because you see today the present day Christian believers. Denn ihr seht heute die christlichen Gläubigen heutzutage. Behaving as though God will understand. Verhalten sich so, als wenn Gott verstehen würde. No, God gave a democratic
space. Nein, Gott gab einen demokratischen Raum. For you to do salvation on your terms. Für dich, damit du deine Errettung zu deinen Bedingungen machen kannst. And still end up in heaven. Und dennoch in dem Himmel endest. That is the delusion that the enemy has brought into the church. Das ist die Täuschung, welche der Feind in die Gemeinde hineingebracht hat. And the sooner you know, und desto früher du darüber Bescheid weißt, that is the ploy, the lie of the devil. Dass dies der Trick ist, die Lüge des Teufels, the better for your eternity now. Desto besser für deine Ewigkeit jetzt. He meant, er meinte, when he said, walk the narrow way, als er sagte, geht auf dem schmalen Weg, walk the narrow road, geht auf der schmalen Straße, enter through the narrow gate, tretet ein durch die enge Pforte, that leads to eternal life, der zum ewiglichen Leben führt. Essentially meant, er meinte im Wesentlichen, that the walk, which is the salvation of the Christ he brought us, the Lord's Christ, dass das Wandeln, welche die Errettung ist, von Christus, den er uns brachte, salvation of the grace, Errettung der Gnade, would have to be executed in our life, ausgeführt werden muss in unserem Leben, strictly based on God's term, period, streng basierend zu den Bedingungen von Gott, Punkt. But when you look at the liberalism, aber wenn ihr den Liberalismus betrachtet, the liberal theologies, die liberalen Theologien, that is in Europe, die in Europa sind, that is the US, die in den USA ist, that is Canada, die in Kanada ist, that is Australia, die in Australien ist. Oh, Singapore is big on it. Oh, Singapur ist auch sehr groß dafür. Malaysia is big. Malaysia ist groß. South Korea is greater on it. Südkorea ist damit größer. Japan is really expanded on it. Japan ist wirklich damit ausgedehnt. Australia. Australien. Name it the whole earth, South America. Nennt es die ganze Erde, Südamerika. When you look at this type of salvation they are executing now. Wenn man betrachtet diese Art von Errettung, welche sie jetzt ausführen, they are practicing at this hour, sie zu dieser Stunde praktizieren, then you understand that there is a form of liberalism, dann versteht man, dass es eine Form vom Liberalismus gibt. They have a democratic space where they appear to have negotiated. Sie haben einen demokratischen Raum, wo sie erscheinen, dass sie verhandelt haben. Unto themselves a certain dominion, für sich selbst ein bestimmtes Herrschaftsgebiet. A certain portion within salvation to execute it according to their term. Eine bestimmte Portion innerhalb der Errettung, um es gemäß zu ihren Bedingungen auszuführen. According to their will, gemäß ihrem Willen. According to the requirements of this world. Gemäß den Anforderungen von dieser Welt. It is liberal life. Es ist ein liberales Leben. And yet, when the Lord pronounced forth and submitted the thesis on the doctrine of the narrow path. Und dennoch, als der Herr voran verkündete und die These einreichte über das Doktrin von dem schmalen Pfad. You see that the Lord spoke eloquently. Seht ihr, dass der Herr ausdrucksvoll sprach? When he said that the salvation that Jehovah in heaven brought to the church. Als er sagte, dass die Errettung, die Jehovah im Himmel zu der Gemeinde brachte, on the earth, auf der Erde, this salvation would have to be number one. Diese Errettung muss Nummer eins. First of all, by faith. Durch Glauben sein. Number two. Nummer zwei. Then accept it. Dann es zu akzeptieren. Once you have faith and then you accept it. Sobald du Glauben hast und dann akzeptierst du es. After accepting, nachdem man es akzeptiert, it would have to be executed strictly based on God's term. Muss es ausgeführt werden, streng gemäß, zu den Bedingungen Gottes. Not on the terms of men, nicht zu den Bedingungen von Menschen, on the terms of the world, den Bedingungen der Welt. So why then is today's church, the modern church, executing salvation in their own terms? Warum dann führt die heutige Gemeinde, die moderne Gemeinde, ihre Errettung zu ihren eigenen Bedingungen aus? On their own terms. Zu ihren eigenen Bedingungen. And the same thing applies to programs of eternity. Und dies Gleiche bezieht sich auf die Programme zur Ewigkeit. The Lord designed eternity.
Der Herr hat die Ewigkeit entworfen. In such a way that the eternity brought to man would have to be achieved. In solch einer Weise, dass die Ewigkeit, die er zu der Menschheit brachte, erreicht werden kann. Strictly based on God's term. Streng basierend zu den Bedingungen von Gott. The church has not understood this. Die Gemeinde hat dies nicht verstanden. That is the tragedy in the church. Das ist die Tragödie in der Gemeinde. The calamity that befell. Das Unheil, welches widerfuhr. Verehrte Hörer, dies war ein weiterer Teil von der Botschaft der Separierung mit dem Untertitel Wandeln im Glauben. Was spricht der Herr zu dem Körper von Christus? Der Herr fordert die Gemeinde auf, ihre christliche Errettung auf dem schmalen Weg anzustreben. Dass wir als Christen auf dem schmalen Weg gehen. Der Herr spricht von der Errettung auf dem schmalen Weg. Was meint der Herr damit, liebe Hörer? Der Herr im Himmel hat ernsthafte Anforderungen für jeden Einzelnen, um in sein Himmelsreich eintreten zu können. Der Herr hat genaue, bestimmte Vorstellungen für die christliche Errettung. Der Herr sagt, es gibt bestimmte Anforderungen, um auf dem schmalen Weg zu gehen. Auf dem schmalen Weg zu gehen ist keine Option, verehrte Hörer, sondern eine Anweisung von unserem Herrn. Auch wenn es schwierig ist und es große Herausforderungen gibt, kleine Herausforderungen gibt, auf diesem schmalen Weg zu gehen, wie auch immer schwierig es ist, auf dem schmalen Weg zu wandeln, sich von den weltlichen Maßstäben zu separieren. Es ist eine Aufforderung von Gott, auf diesem schmalen Weg zu gehen. Wir können es uns nicht aussuchen, ob wir auf dem schmalen oder auf dem breiten Weg gehen, wenn unser Ziel der Himmel ist. Auch wenn es große Herausforderungen auf diesem Weg gibt, auch wenn es große Ablehnung auf diesem Weg gibt. Der Herr hat eindeutig in der Bibel angewiesen, dass wir auf dem schmalen Weg wandeln. Denn nur dieser führt in das ewige himmlische Königreich des Vaters. Und der ultimative Preis, die unübertreffliche Belohnung, ist so viel größer und überwiegt auch jede Herausforderung, die wir auf diesem schmalen Weg antreffen. Wir haben heute in der Botschaft gehört, liebe Hörer, dass diese Herausforderungen, die wir vielleicht sogar tagtäglich auf diesem schmalen Weg antreffen, dass diese nur vorübergehend sind. Die Ewigkeit jedoch ist, wie der Name sagt, ewig. Und diese Herausforderungen lohnen sich also, sich diesen Herausforderungen zu stellen, der Ablehnung zu stellen. Denn der riesengroße Lohn ist die Ewigkeit mit Gott. Liebe Hörer, diese Herausforderungen auf dem schmalen Weg lohnen sich und dennoch werden diese Herausforderungen nicht selber überwunden, sondern mit der Hilfe, mit der Erleichterung von Gott. Der Herr hilft uns, auf diesem schmalen Weg zu wandeln. Er hilft uns. Gott schützt uns und hilft uns und leitet uns auf diesem schmalen Weg. Wie mächtig ist das, liebe Hörer? Er navigiert uns sogar. Jesus befahl der Gemeinde, auf dem schmalen Weg zu gehen und gab bestimmte Anforderungen, um in den Himmel einzutreten. Nummer 1 meinte er, dass das christliche Wandeln ein Wandeln im Glauben ist. Auf dem schmalen Weg zu gehen bedarf also, setzt also voraus, in einem absoluten Glauben zu wandeln, Tag für Tag. Ein Wandeln im Glauben bedeutet ein Wandeln im Glauben ohne Zweifel. Nicht vom Glauben abzufallen, auch wenn man Ablehnung sieht, auch wenn man vieles Dunkles sieht und vielleicht auch nicht immer Unterstützung hat. Aber es ist ein Wandeln im Glauben.
nicht das Sichtbare immer zu nehmen, sondern einfach weiter zu glauben, dass der Herr es richten wird, dass der Herr einen helfen wird, auf diesem schmalen Weg zu gehen. Durch Gebet, durch das Lesen der Bibel hat der Herr uns groß geholfen. Auch wenn wir fasten, können wir vieles überwinden. Ja, liebe Hörer, der schmale Weg ist, wo wenige drauf gehen. Ein Weg, wo nicht viele anzufinden sind. Viele, ja sogar die Mehrheit, wählt nicht den schmalen Weg, da sie sich für den Weg der Bequemlichkeit entscheiden. Den Weg der Welt. Den Weg des Komforts suchen. Dies ist der breite Weg, wo alles okay ist. Wo Liberalismus pulsiert. Wo Freiheit pulsiert. Wo eigene Standards angebetet werden. Da, wo man machen kann, was man will. Der Herr möchte jedoch, dass wir auf dem schmalen Weg gehen. Dort, wo wir abhängig nur von Gott sind. Damit er uns gestalten und formen kann. Dass wir mit ihm gehen, dass wir nur ihn suchen, dass wir nur sein Willen wollen in unserem Leben. Der Herr möchte, er liebt es, dass wir abhängig von ihm sind, damit er uns gestalten und formen kann und uns verfeinern kann und uns angleichen kann, sodass wir immer mehr und mehr die Charaktereigenschaften von den himmlischen Bürgern bekommen, dass wir in der Lage sind, abhängig von dem Herrn zu sein. Wir haben gehört heute in dieser Botschaft, dass der Herr diesen Weg liebt, wenn wir total, komplett von ihm abhängig sind, nur von ihm. Der Herr brachte den christlichen Gläubigen die Errettung von dem schmalen Weg, die Errettung von der schmalen Straße, von dem schmalen Pfad. Auf dem breiten Weg zu gehen, ist also nicht die Errettung, die er brachte, verehrte Hörer. Wenn wir uns jedoch die Gemeindelandschaft anschauen, sehen wir, wie viele, viele Gemeinden, viele Menschen auf der Erde auf dem schmalen Weg leider nicht zu finden sind, sondern sich für den breiten Weg entschieden haben. Liebe Hörer, es ist sehr schade, denn der Messias wird bald kommen. Liebe Hörer, es ist wichtig zu erkennen, zu wissen, dass es Anforderungen gibt, in den Himmel einzutreten. Es ist nicht selbstverständlich, in den Himmel einzutreten, sondern es gibt gewisse Anforderungen, die der Gläubige erfüllen sollte, um in den Himmel hineinzutreten. Und wer in den Himmel eintreten möchte, wer dieses Ziel hat, muss den schmalen Weg gehen. Nur durch Treue und Glauben bleiben wir auf diesem schmalen Weg. Denn man sieht nicht viele, die auf diesem schmalen Weg gehen. Nicht viele haben diesen Glauben und diese Treue zu Gott. Dieser Weg ist nicht beliebt. Dieser Weg ist nicht populär. Wenn man auf diesen Weg geht, entscheidet man sich gegen den Gruppendruck von dieser Welt, gegen den Standard der Welt. Dort, wo man normal aussehen will wie jeder andere, wo heiliges Kleiden gar nicht große Rolle spielt, um hier nur ein Beispiel zu nennen. Liebe Hörer, dieser schmale Weg setzt also ganz großen Glauben voraus. Zu glauben, dass es gut sein wird, dass es weitergeht, dass der Herr für uns kämpft, dass der Herr für uns da ist. Man muss auch diesen Weg suchen und nach ihm streben, haben wir heute gehört, denn dieser Weg ist versteckt. Nur zu denen, die suchen, wird dieser Weg offenbart. Wir haben heute sogar in der Botschaft von der versteckten Errettung gehört. Liebe Hörer, in dem Befehl, im Glauben zu wandeln, ist es auch absolut wichtig, dass wir im absoluten Gehorsam zu Gott gehen. Dass wir absolut gehorsam dem Wort Gottes gegenüber sind. Kompletter, totaler Gehorsam. Im Wort Gottes zu wandeln, den Anweisungen Gottes zu folgen. Das heißt also, dass wir auch nach Heiligkeit streben in unserem Leben. Denn in der Bibel steht in Hebräer 12, Vers 14, strebt eifrig nach Frieden mit jedermann und der Heiligung, denn ohne Heiligung wird keiner den Herrn sehen. Das heißt also, es ist eine Anweisung, heilig zu sein und heilig zu leben, verehrte Hörer. Wir haben heute auch gehört, dass Ungehorsam eigentlich bedeutet, dass man auf dem breiten Weg geht. Und es ist nicht der Wille Gottes. Jedes Mal, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir uns gegen den Herrn stellen, wenn wir unsere eigenen Standards oder von unseren Freunden oder Familien oder Gruppen verfolgen, dann gehen wir letztendlich auf dem breiten Weg. Liebe Hörer, es gibt den Glaubensabfall, weil die Gemeinde nicht mehr auf dem schmalen Weg geht, weil sie nicht mehr nach Heiligkeit strebt, sondern weil viele
heutige Christen sich für den breiten Weg entschieden haben, den breiten Weg des Komforts, wo man nicht mehr fastet, wo man nur noch das tut, was man selber will und sich den fleischlichen Begierden aussetzt. Dabei heißt es jedoch, dass wir den Gottes Bedingungen und keinen anderen folgen sollen. Heutzutage haben die christlichen Gläubigen ihre eigenen Bedingungen aufgestellt, ihre eigenen Anbetungssysteme erschaffen, ihr eigenes Errettungsprogramm. Dies ist die Täuschung, welche der Feind in die Gemeinde gegeben hat. Liebe Hörer, es ist wirklich Zeit, wieder umzukehren zu dem Herrn und ein heiliges, gerechtes Leben zu führen. Wir können jetzt noch Buße tun. Der Messias kommt bald und deshalb lasst uns Buße tun für alle Dinge, die wir aus eigenem Willen getan haben, wo wir Gott ignoriert haben, wo wir den Herrn nicht geehrt haben. Jetzt ist die Zeit zur Umkehr. Nutzt sie. Ihr habt die Möglichkeit, nach dem nächsten Anbetungslied das Errettungsgebet und Buße vor dem Herrn zu bringen. Singt von der Liebe, die in Gott entspringt, uns mit der Krippe das Heil nahe bringt. Gott zeigt sich uns nicht im Glanz edler Pracht, er kommt zur Erde in Armut und Nacht. Singt von der Liebe der heiligen Nacht, Gott zeigt sein wahres Gesicht. Mit Jesus hat er alles möglich gemacht, in tiefster Nacht wird er das Licht. Sein Wort.
Gesegnete Hörer, ihr habt jetzt die Möglichkeit, Jesus neu zu empfangen in eurem Herzen. Bitte wiederholt nach mir. Mächtiger König Jesus, ich bekenne mich, dass ich ein Sünder bin und tue Buße für alle meine Sünden, für jede bewusste und für jede unbewusste Sünde. Ich bitte dich, wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Heute kehre ich um von allen Dunkelheiten und allen meinen Sünden. Und ich empfange dich ganz neu in meinem Herzen als mein Herr und Erretter. Bitte schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens und fülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mir hilft, in Heiligkeit und Gerechtigkeit zu leben. Bitte schreibe dein Wort in mein Herz und führe mich in dein ewiges Königreich. Bitte erinnere dich an mich, wenn du kommst, um deine heilige Gemeinde zu entrücken. Ich liebe dich, Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus bin ich heute wiedergeboren. Amen. Liebe Hörer, wir beten nun zusammen. Himmlischer Vater, im Namen von Jesus danke ich dir für jeden, der heute hier eingeschaltet hat. Möge dieses Wort immer tiefer und tiefer in ihr Herz sinken und mögen sie mehr und mehr nach deiner Heiligkeit und Gerechtigkeit streben. Möge ein jeder auf dem schmalen Weg Tag für Tag gehen und nur nach ihm suchen, nur nach Jesus suchen, nach seiner Gerechtigkeit. Und möge sich ein jeder in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz komplett vorbereiten auf das Kommen von Jesus. Und möge dein Wille geschehen. Bitte helfe einen jeden zu überwinden in den Situationen, wo nur du helfen kannst. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Verehrte Hörer, vielen Dank, dass ihr gebetet habt. Lasst uns weiter beten für Erweckung in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Für alle eure Fragen könnt ihr uns kontaktieren unter der E-Mail-Adresse jesusislord.fmradio@gmail.com und telefonisch könnt ihr uns erreichen unter der Telefonnummer für Deutschland 0160 920 10220. Bitte besucht auch unseren deutschsprachigen YouTube-Kanal. Er lautet Jesus kommt Deutschland. Liebe Hörer, wir hören uns bald wieder hier auf Jesus ist Lord Radio, euer Erweckungsradiosender. Mein Name ist Pastorin Julia Bruchwitz. Es war mir eine Ehre. Wir hören uns hier bald wieder. Bis bald und großen Segen an euch und eure Familien.